Früher war das hier eine vielbefahrene Handelsstraße. Bis die Republik eine breitere Straße angelegt und die Handelsroute verlegt hat. Diese hier hat man wohl den Gesetzlosen überlassen. Genau. Es dürften also noch mehr Geächtete unterwegs sein. Sollen wir es wagen? Sieh an. Wir haben ein eigenes Versteck. Dave! Hier drüben! An! Wir haben Dalmekia einen Gefallen getan. Die Brücke sieht ziemlich alt aus. Hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Die Ruine sollte zumindest halten. Der Weg geht auf der anderen Seite weiter. Das ist also Zemeckis. Das Land der Götter. Es ist noch beeindruckender, als ich dachte. Als Kind hat mich diese Geschichte unglaublich fasziniert.
Vor langer, langer Zeit wurden die Menschen von Gier übermannt und wollten den Göttern ihre Macht entreißen. Die letzte Schlacht trug sich hierzu, an diesen Wasserfällen. Zumindest der Legende nach. Wenn es je jemand schafft, diese Tiefen auszuloten, erfahren wir vielleicht, ob da was dran ist. Doch die Götter triumphierten über sie und straften der Menschen Überheblichkeit. Seitdem liegen auf uns zwei Flüche. Domini und Träger. Ehrlich gesagt, ich fand es immer seltsam, dass Domini und ihre Espa ein Fluch sein sollen. Bei uns erbte der Dominus den Thron. Er wurde verehrt und nicht etwa verachtet. An dieser Stelle der Geschichte habe ich damals immer gedacht, dass ich etwas falsch verstanden hätte. Du hattest viele Sagenbücher, oder? In deinem Zimmer, als wir jung waren. Die alten Legenden fand ich immer am besten. Epische Schlachten zwischen Gott und Mensch. Vater ließ mich so viel lesen, wie ich wollte. Weil es gut für meine Bildung sei. Damals warst du ein Junge wie jeder andere. Sieh dir das an. Man könnte glauben, die Legenden wären wahr. Ich weiß. Es ist nicht mehr weit bis Boklad. Ab hier wird es sicher belebter. Also müssen wir vorsichtiger sein. Clive? Was hast du denn? Nichts. Es ist nichts. Der Bericht ist also wahr, Vater? Auf dem Thron sitzt jetzt Olivier? Aber ja. Ab nun wird Olivier die Bürde der Neugeburt des Reichs auf sich nehmen. Wie soll er das Reich anführen? Er ist bloß ein Kind. Natürlich berate ich ihn, bis er mündig ist. Vater, bitte! Ich bin nicht mehr der Jüngste. In unserem neuen Kaiserreich muss frisches Blut regieren. Und wer wäre dafür besser geeignet als mein Sohn? Da wäre noch etwas, Dion. Hugo Kupka ist tot und Drachenfang zerstört. Die Pfeiler der Republik sind gefallen. Nicht lange und das heilige Banner Sambrex weht über jeder Stadt in Stürmen. Und dann, Valistea, alles soll bald unterworfen werden. Vater, das sind die Worte eines Tyrannen. Es sind die Worte einer Göttin. Unsere Herrin, die ich verkörpere. Große Quigos, Menschenform. Zurück zu deinen Truppen, Dion, und halte dich bereit. Zeigen wir der ganzen Welt die wahre Macht von Sanbrek.
Vater. Ihr habt euch sehr verändert. Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich und nur für mich allein. Ich schulde aber Annabella Dank, deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat. Bezüglich der Natur von Ländern, von Herrschern. Und auch von Göttern. Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin? Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann! Deine Dienste waren für Sanbrick stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion. Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein. Das kann nicht! Zurück! Was fällt dir ein? Du wirst gefügig sein. Renitenz ist Sünde. Herr, vergebt mir. Beenden wir diesen Unsinn. Kommt, Eure Heiligkeit. Das Rowena-Syndikat erwartet euch. Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas. Wie langweilig. Ich habe Hunger, Vater. Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Glaubt doch, was ihr wollt. Sei dankbarer, Dion. Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden, ist Wunder genug. Seine Flügel haben dich getragen, doch noch höher steigst du nicht. Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken. Was wisst ihr über mein Blut? Die Bocklad-Märkte liegen im Norden. Wir folgen einfach der Küste. Es wird nicht leicht, ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbrek es bewacht. Ja. Jetzt, wo Selver die eigene Hauptstadt verloren hat, wird er seinen neuen Sitz in Dichasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und kampferfahren. Aber auf ein Ende der Belagerung können wir schlecht warten. Noch mehr Flüchtende. Alle auf dem Weg zum Kristalldominium. Weil sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen. Gibt's keine Kristalle. Hier sollen wir auf Götz warten, oder? Richtig. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fertig ist. Eigentlich dürfte er schon da sein. Lass nicht dein Zeug tragen, ich bin billig. Pfirsiche und Birnen. Wunder aus Übersee! Kommt und schaut! Schaut und staunt! Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr, heutzutage.
Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen. Gehen wir. Er müsste hier ja irgendwo sein. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Saftige Birnen! Ah, Götz. Da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne können wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an dem blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo. Ich kenne hier in Boklad eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die Rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor. Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Und nach diebischen Kindern. Neben dem Grenzposten. Mir aus den Augen. Ich brauche keine Träger. Braucht ihr eine Kutsche? 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehört zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz, was machst du denn hier in Boklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären.
Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugute kommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Herzlichen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Bist du der Tischlermeister? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Macht das Aufpassen schwerer. Und die Opfer können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Götz muss ein wahres Bilderbuchopfer gewesen sein. Die Fischhändlerin am Tor versucht auch schon seit längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir. Ich werde den Großen nehmen. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Sie sind süß wie... Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es... Fisch gefällig! Frisch, gesalzen, geräuchert! Wie wär's mit... Oh, Moment. Ihr kommt von Eloise, oder? Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen, die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Ganz sicher ist das kein Familienclan. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegsweisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande.
Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir es. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Sie sind wie Nektar. Entschuldige, darf ich dir eine Frage stellen? Na, wenn's sein muss. Ich wollte nur wissen, ob dich nicht vielleicht ein paar Männer um etwas Seltsames gebeten haben. Erwachsene wollen nichts von uns, außer dass wir die Klappe halten und uns wegscheren. Also rate mal, was ich jetzt von dir will. Verzeih. Ich bin schon weg. Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Zeig deinen Händlerpass. Sonderpreise! Kommt und kauft! Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Sie sind süß wie Nektar. Ich werde den Großen nehmen. Entschuldige. Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Das war's dann. Sie meinte wohl das Flüchtlingslager. Hoffentlich finden wir ihn dort. Papa, ich bin hungrig. Ja, und ich bin pleite. Der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen.
Jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen. Ich bin weg. Honza, wo willst du hin? Das ist also Honza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Papa, ich bin hungrig. Das war's dann. Ohne Händlerpassen. Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. Mist, gefangen. Keine Angst, Honza. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte es eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. Honza. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Feiglinge. Ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht! Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Boklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honza ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. Oh.